Dann fangen wir mit den Thaisis an. Hi Leute, herzlich willkommen zu United Royal. Hi Leute, herzlich willkommen zu United Royal. Ja, Freunde, wir kommen heute zum ersten K.O.-Phasenspiel gegen den guten Pain. Bevor dieses Video startet, Freunde, letztes Gruppenspiel gab es ja ein paar Meinungsverschiedenheiten. Juhu. Starkes Ding. Das ist das Wichtigste, sowas mit Humor zu nehmen am Ende des Tages. Mich gar nicht mehr interessieren und nicht mehr hören wollen. Wir müssen uns leider dazu noch mal kurz äußern. Die springen einfach 2 Minuten nach vorne und dann beginnt es auch mit dem Spiel. Wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen über die Sache nachgedacht. Hi Leute, herzlich willkommen. Oh nein, nämlich verdrückt. Guten Pain. Äußern. Die springen einfach 2 Minuten nach vorne und dann beginnt es auch mit dem Spiel. Wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen über die Sache nachgedacht. Ne? Für uns, wie gesagt, ist das Thema auch abgeschlossen. Wir waren halt auch ein Tick emotional, ne? Nachdem dann die ganze Hatewelle da eingetroffen ist. Ne? Sind halt auch da Sachen gefallen, die wirklich etwas unschön waren. Ja? Daraufhin haben wir vielleicht manche Dinge gemacht, die man hätte überlegter machen können, ja, wie der Anruf zum Beispiel bei Benji, wie mit Doktor zu sprechen, wie gesagt, ne, das sind unsere Fehler, dafür wollen wir uns auch nochmal hier und da entschuldigen, definitiv, genau. Ne. Und wir haben uns auch aber, wie gesagt, ja nochmal im Stream das ganze Spiel angeguckt, ja. Beide Spiele nochmal uncut im Stream angeguckt und wollen auch da wirklich nochmal sagen, Jungs, auch wenn es jetzt vielleicht wieder für manche irgendwie cringe rüberkommt, da haben wir uns echt nichts vorzuwerfen, da bleiben wir uns auch echt treu, haben auch einige YouTube-Kollegen haben das bestätigt, dass das wirklich 2 normale Spiele sind. Wir sind ehrgeizig, man darf das nicht verwechseln, die Gruppenphase von United und so, also diese Gruppenteambuilding-Phase mit den Intros ist alles natürlich Spaß. Jeder will natürlich dann aber in... Die Musik ist schon wieder so overtrieben. ...in der Gruppenphase für seine Community das Beste geben, da geht man natürlich noch ein bisschen mehr in sich. Man spielt mehr Bälle einfach auf Sicherheit, weil man sie nicht unnötig verlieren will. Das macht jeder andere Teilnehmer. Wir haben auch mit Payne telefoniert, der hat uns genau dasselbe erzählt, dass man da natürlich nicht so Risiko spielt, wie, sage ich mal, in der SWP genau. Oder so. Das ist einfach unser Standpunkt. Man ist nervös, Freunde, genau. Ja. Und es ist einfach, keine Ahnung, so. Du denkst ja so, okay, es ist jetzt United, aber es ist einfach irgendwie, du gehst in den Spielen, fangst plötzlich an wieder so zu zittern und hast so ein komisches Magegefühl. Dafür einfach genau. Auch nochmal sorry für die wirklich, wo wir das gedacht haben, es ist Zeitspielerei, das war sein bester Wille nicht, das war auch nicht unsere Absicht, da irgendwie krank auf Zeit zu spielen oder sonst irgendwas. Ihr habt die Spiele, denke ich, mittlerweile uncut gesehen. Da könnt ihr euch selbst eure Meinung bilden. Es tut uns halt wirklich leid, auch in dem Sinn, Jungs, dass wir dann so emotional gehandelt Digga, haben. Digga, was ist das für ein Lied, Mann? Thema noch ein bisschen aufgewühlt. Wir hatten viele schlaflose Nächte, weil sowas geht natürlich nicht spurlos an irgendjemand vorbei. Weil ich finde einfach, ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich finde, wir sind klare, sympathische Kerle, genauso wie wir sind. Geben wir uns auch und dazu stehen wir auch und das ist auch unsere Meinung. Und da kam einfach so viel Müll, dass unsere Mütter abgestochen werden, dass sie uns abstechen, dass sie hoffen, dass wir einen Autounfall haben und verbrennen und sowas. Und sowas geht halt gar nicht. Genau. Da kriegst du schon wieder Gänsehaut. Wenn man halt sowas liest, Freunde, dann handelt man halt vielleicht auch ein bisschen, ne? Das war unser Fehler. Genau. Triggert nicht nur mich das oder sind die nicht 100% im Fokus von den Gesichtern? Ich will dann vielleicht von irgendwelchen auch die Meinung wissen, ob man vielleicht was falsch gemacht hat. Aber das hätte man nicht machen sollen. Wir hätten erst mit Steini sprechen sollen, aber auch mit Steini haben wir das ja geklärt. Ist alles vom Beide Tisch. Beide Seiten ist alles vom Tisch. Deswegen würde ich sagen, können wir jetzt den guten Pain hier einladen, können ihr nochmal aufs Team... Finde ich gut, ich finde es schon nochmal ein gutes Statement jetzt so zum Abschluss. Finde ich gut. Auf gehen, Freunde, auch gegen den guten Pain, natürlich. Er ist ein Baba-Spieler, Freunde, ne? Aber er ist 30-0-Bomber, ja, das haben wir, glaube ich, nicht so viel gepackt in dem FIFA. Und auch da Elite 1. Zählt jetzt wieder konzentriert, keine dummen Bälle verlieren, weil gerade bei den Spielern ist es, du verlierst einen Ball und er schießt das Ding hinten rein. So, wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Das Rückspiel werdet ihr auf jeden Fall bei Pain finden, Jungs. Wir bemühen uns, wir versuchen auch einen attraktiven Fußball zu spielen. Auch ja, auch die miese Klemme hier mit Neymar und Messi außen, Ben Yedder noch und Eusebel, Alter, die haben auch ein Baba-Mittelfeld, Baba-Angriffe bei der Gattuso nicht so nice und Baba-Verteidigung. Haben wirklich auch ein richtiges Schwitzer-Team zusammengebaut. Daran erkennt man auch, finde ich, so an den Teams, wer da wirklich reinschwitzt und wirklich was reißen will und wer da so ein bisschen auf locker-flockig reingeht. Natürlich unmenschlich schwer wird gegen Pain, weil, ja, wir brauchen nicht drüber reden. Vielleicht klappt es nicht, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir für die TZ Army alles geben und gucken, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, wir laden ihn ein, Jungs. Was? Eigentlich sind wir ja aufs Preisgeld, außer wir wollten uns 2 Headsets kaufen. Ja. Nee, Freunde. Ganz ehrlich. Für Warzone braucht ihr auf jeden Fall noch 2 Headsets, ihr Schlingel. Also wir werden alles geben. Wir geben unser Bestes, Jungs. Danke auch für die Unterstützung, auch in der schweren Phase, wo die TZ Army hinter uns steht. Liebe geht raus. Trotz allem, dass die Leute rüberkommen. Hashtag TZ Army. Momentan verteidigt.
ihr trotzdem Daumen nach oben da lasst, Jungs. Ich will gar nicht mehr viel schwätzen. Wir gehen jetzt rein, laden ihn ein und dann sehen wir uns im Rückspiel beim Payne auf dem Kanal. Auch nochmal dazu ganz kurz, wir haben mit Payne auch telefoniert. Da waren ja auch so ein bisschen so Unklarheiten. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Einfach ausgesprochen miteinander. Jeder seine Sichtweise geschildert. Jeder genau. hat... Da braucht auch gar keinen Nacken, Digga. Meinen Nacken willst du nicht küssen. Der ist super hart, alles voller verwuchsten Haaren, weil ich so lange nicht beim Friseur war. Gehen die irgendeinen Scheiß unterschreiben, Freunde. Egal, wie das Spiel ausgeht, macht man einfach nicht. Es ist ein geiler Typ, es ist ein ultimativ guter Spieler. Lasst auf jeden Fall Liebe da, egal wie die Sache hier ausgeht. Ich finde das so lustig. Ich fuhr mal ein bisschen zurück. Achtet mal nur auf Simon, wie er so guckt und so seine Augen bewegt. Alter, richtig crazy. Wir gehen rein. Achtung. Auch telefoniert, da waren ja auch so ein bisschen so Unklarheiten. Sehr, sehr sympathischer Kerl, einfach ausgesprochen miteinander. Jeder seine Sichtweise geschildert, jeder genau. hat... Da braucht auch da keiner rübergehen, die irgendeinen Scheiß unterschreiben. Egal, wie das Spiel ausgeht, macht man einfach nicht. Es ist ein geiler jetzt. Typ, es ist ein ultimativ guter Spieler. Lasst auf jeden Fall Liebe da, egal wie die Sache hier ausgeht. Und wir gehen rein. So, Freunde, da ist er da, der gute Mann. Und nee, ja... Nervosität geht direkt auf 360 bei mir hoch. Ist okay, die Trikots, ja, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Der Puls geht bei den Spielen einfach bam, 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 bam. Passt, hier den Wind noch wegmachen. Danke, Bro. Da sind wir wieder, Abfahrt. Oh, schade, wir warten immerhin mal am 6-Meter, Digga. Ja! Oh, shit, 1-0, man! 1-0, Junge! 1-0! Ganz stark, Digga. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Great. Hola, wie Hente. Das ist da vorne unser Mann, wo die Beine aufmacht. Ganz stark, Digga. Richtig, die spielt er nämlich oft. Ich hab das Game direkt richtig analysiert. War das gerade ein Doppel-3? Nee, nee. Oh. Areola ist nervös dahin. Wingardium Areola, oder was? Ist halt auch ein extrem sicherer Spieler. Nein. Was? Schade. Aber das ist der. Wie ist der reingegangen, Digga? Also der Schuss war ja mal richtig wack. Also. Nein. Torwart gechoked des Jahres. Nein. Schade. Aber das ist das, was ich bei solchen Spielern so beneide, Jungs. Diese eiskalt. Die sind so kalt, schneuzig. Die kommen einmal vor, das Ding zittert einfach hinten drin. Schade. Sicher, mit seiner kleinen Bewegung, die er macht. Kommst du nicht an den Ball? Nee, macht er das einfach sehr, sehr gut. Komm, Emerson, bitte, Bruder. Boah, Messi, Digga. Gut so. Boah, langt ihm perfektes Kanté. Lang ist keiner, aber hier rein. Komm, boah. Ah, Neymar ist gut. Jetzt Neymar, nein, warum geht er nicht auf Neymar? Safe sollte auf Neymar gehen. Oh, nein! Gut! Oh mein unlucky, Gott, gemacht, Digga. Unlucky, Digga. Spiel. Die schlagen sich gut. Lang ist er ein bisschen da. Weiter. Semedo ist auch immer so ein Wadebeißer, Junge. Der holt auch so viel weg. Ich bin doch auf ausgeglichen. Bubblenet. Kranker Shit. Deswegen war Kanté die ganze Zeit vorne. Kranker Shit. Ich bin einfach noch auf ausgeglichen. Mit Kanté in der Spitze. Gut, aber. Das ist das Krasse, wenn man wirklich mal Formationen umstellt, gegen das, was sie nicht gewohnt sind zu spielen, die anderen, wenn die auch ihr 4-2-1 schwitzen, dann ist es echt ein krasser Unterschied, Mann. Vor lauter... Halt's Maul! Kanté in der Spitze gespielt. Egal, von Broski kennt man, Kanté kann auch Tore machen. Moin, Digga, alles fit bei dir. Ich spiel einfach... Ach komm, ich sag gar nichts dazu. Kanté in der Spitze. Ich spiel einfach mit Kanté in der Spitze. Und wenn ich auf der 6... funktioniert. Sie, Messi als Sechser. Ja, doch, ist Tor gemacht, ne? Hey, was für Messi als Sechser? Messi ist doch RM. Kanté ist Stürmer. Gattuso ist doch Sechser. Wenn er auf Ausgeglichen spielt, ist doch alles wie beim Start. Messi als Sechser. Stark. Ja, lang kommst du nicht hin. Geh rein. Stark. Saugeil. Fuck. Diesmal wäre er lang gewesen. Aber er kriegt er nicht da vorne. Boah. Oh, viel zu viel Platz, Digga. Viel zu viel Platz. Boah, jetzt haben wir Glück, Freunde. Beide mit einem Pfostenschuss jetzt hier. Kriegt er. Oh, Max, bist du's? Jawohl, Messi. Gut durch. Boah, I have a great time. Schade. Stark gemacht. Ja. Stark gespielt. Schade. Spieler. Hazard trifft, kommt die Mode, packst trotzdem noch einer. So viel Platz, Digga. Boah, Handanovic. Maschine. Wichtig. Boah, was passiert
hier. Hando, Junge Hatti. Oh, no! Boah, wie der nicht anvisiert wurde. Schon hart gerade, ne? Heiße Finger, Junge. Oh, nee, nee. Oh, wie kommt der, aber wie kommt der da durch, Digga? Nein. Wie kommt der da durch? Der drückt schon hart gerade, ne? Heiße Finger, Junge. Oh, nee, nee. Der darf nicht durchkommen, Chat. Der darf auf keinen Fall durchkommen. Nein. Nein. Oh. Ich stand doch genau im Weg, Digga. Ich stand genau im Weg. Oh nein. Komm, Messi, komm. Einer noch machen, hopp. Oh, schade. Boah. Bitte kein Rot. Der zieht die. Oh. Alter, Rot Gennaro. Wäre... Sechser Cartuso, Rot ja, wäre... Technisches K.O. Obwohl, gut, wir haben auch mit Messi gerade Sechser gespielt. Oh, ganz wichtig. Stark! Hey, er ist aber auch so sauber. Trotzdem stark. Fuck, Digga. Da sieht man dann doch der Unterschied, ne? Ja, Freunde, es ist halt wieder, ne, bei den Spielern, die haben die Chance und dann ist das Ding drin dort vorne. Hat er verdient gewonnen, muss man sagen. Ich finde trotzdem, haben wir gut dagegen gehalten. Wirklich gut dagegen gehalten. 1-6 Torschüsse. Absolut verdient. Ich denke, das sagt alles aus. Absolut verdient, Freunde. Ich meine, hebe ich auch gerade hier nochmal die Hand, wieso spiele ich Trottel mit Messi ZDM, ja? Aber das war stark, Digga, das war stark. Ja, das war stark. Ja. Okay, Freunde, auf jeden Fall, wie gesagt, 2-1 wäre besser gewesen. Vielleicht können wir im Rückspiel auch noch irgendwas machen, uns komplett reinpushen. Wir werden natürlich wieder alles geben, ja? Gönnt euch einfach das Rückspiel beim guten Pain jetzt. Genau, Link in der Videobeschreibung ganz oben. Wir sehen uns dort. Und falls wir auf jeden Fall rausfliegen, Freunde, auf jeden Fall auch hier nochmal vielen, vielen Dank für euren Support beim gesamten Turnier, ne? War absolute Liebe, auch wenn jetzt natürlich diese Meinungsverschiedenheit auch am Start war und die Hater auch willenlos waren. Alter, gute Rough Camora-Beat nochmal ausgepackt zum Schluss. Nach vorne, ich hoffe, ihr guckt mit uns weiterhin in die Zukunft, supportet uns weiterhin. Freunde. Wir werden immer alles geben für euch, wir werden immer für euch da sein. Wir heben trotzdem nochmal die Hand, wir geben alles dieses Jahr. Danke für alles, Jungs. Ciao, ciao. Die Armee. Okay, ich bin auf die Kommentare gespannt, meine Schnacklis. Ich bin wirklich auf die Kommentare sehr, sehr gespannt. Mal sehen, was die Leute so schreiben. Jungs, jeder hat seine eigene Meinung. Ich teile eure und das, obwohl ich Steine genauso feier wie euch. Eine Frechheit muss ich leider sagen, was er Hanno abzieht. Sonst ist das Thema Geschichte, es wurde wieder viel mehr draus gemacht, als es war. Hat der Name Herr Manu, wollte ich schon sagen. Herr Hanno jetzt noch irgendwas gemacht am Ende, was ich nicht mitgekriegt habe? Das vorletzte FIFA Deutschland anschauen. Einfach anhören, was der da sabbelt. Das Video, wo Hanno im Titel steht. FIFA Deutschland. Retalk, ich finde, Teaser hat schon ein bisschen Zeit gespielt und das, hab auch das Uncut gesehen, aber hoffe man, das verbrennt. Und das geht gar nicht, 70% soll die Begrüßung rausgeschnitten werden, tauch an der Wasser, nicht so tief, Rüdiger. Hä? Pain denkt sich nur, was eine Zeitverschwendung. Okay, ich dachte, da wären andere Kommentare. Okay, dann schauen wir uns mal... Bam, 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 bam. Das Rücke Spiele, Anne. Von Painy. Ah, wir müssen natürlich das... Hi, Leute, willkommen! Anna auch, eine Bewertung da. Und gehen jetzt ins Rückspiel. Heyo, was geht ab, Freunde? Und willkommen zum United-Viertelfinale gegen die Teasies. Der Kopf, das war eine 0 von 10 bisher. Ach, scheiße, war da ganz... Uff. Ich weiß, dass sich sehr, sehr viele diese Begegnung gewünscht haben, weil ich ja ein bisschen du mehr auch? Pro Keller war, sag ich mal, bei deren Sache. Aber das ist alles vorbei. Die haben es geklärt. Für mich ist auch alles fein. Ich habe mit den Teasies alles geklärt. Die haben telefoniert und so weiter. Alles chillig. Jetzt haben wir gerade schon das Hinspiel aufgenommen auf deren Kanal. Ganz wichtig, dass ihr das zuerst abcheckt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Denn je nachdem, wie das Hinspiel natürlich gelaufen ist, werde ich natürlich auch im Rückspiel spielen. Die beiden Spiele werden ja zusammengezählt. Also angenommen, nach Hin- und Rückspiel würde es unentschieden stehen. Dann würde es ein Golden Goal geben. Es könnte sein, dass ich jetzt ein paar Tore hinterherlaufe oder ein paar Tore Vorsprung habe. Ich werde es jetzt gleich spoilern, deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, checkt es bitte ab. Wenn Teasy verliert, verstecken die sich im rechten Gebäude. Weil ihr müsst es ja vielleicht auch verstehen, wie ich gleich spiele oder so. Ja, war ein heftiges Match. Auf beiden Seiten auch ein Spoiler-Warnung und so weiter. Also das ging richtig krass los auch für die Jungs. Die haben mir direkt einen eingeschenkt. Ich konnte dann aber noch 3 Tore schießen. Also ich habe 3-1 gewonnen. Das heißt, wir gehen mit einer 2-Tore-Führung jetzt ins Rückspiel rein. Solange wir
nicht mehr Tore kassieren, als wir schießen, sind wir damit durch. Spikey, danke für die zwei Monate, Digga. Aber das ist natürlich ein bisschen zu voreilig. Ich glaube, Timo war ein bisschen nervöser als Simon, würde ich schätzen. Ich weiß nicht genau. Genau. Wenn der wüsste, dass die 4-5-1 gespielt haben, die erste Halbzeit. Also checkt es auf jeden Fall ab. Link ist dazu auch natürlich in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, werde ich die Jungs jetzt gleich einladen. Und dann geht's ins Rückspiel. Ich war auch heftig nervös, bin ich ehrlich. Weil ich auch nicht wusste, wie die Jungs spielen. Geil, aber jetzt bin ich natürlich relativ gut gelaunt. Gerade durch den Sieg im ersten Spiel, die alten Fashion-YouTuber. Das kann im zweiten Spiel und gerade in FIFA kann sowieso alles passieren. Also ich gehe auch jetzt noch mit einer gewissen Nervosität da rein. Ich werde die Jungs jetzt einladen und dann sehen wir uns in Game. Ja, die beiden haben jetzt gerade auch schon GG geschrieben. Kein Wunder, dass er das Community-Upgrade gewonnen hat mit seinen Intros. Digga, jeder hat sich schon Mühe gegeben. Und dann, aber am Ende gewinnt der ohne Intro. Aber ich glaube, die meisten haben gar nicht das Community-Upgrade, die Intros gemacht fürs Community-Upgrade. Einfach weil es geiles Feeling ist bei United. Ich habe die nicht gemacht wegen Community-Upgrade. Ich wusste von Anfang an, dass wir das nicht gewinnen. Das ist einfach ein geiles Feeling bei United, dass da jeder Intros macht und sich so Mühe gibt. Und das ist auch das Geile an den Videos, Mann. Zum Hinspiel, boah, Jungs. Es geht los, Mann. United Viertelfinale Rückspiel. Schwitzt der da einfach in Stone Island Pullover, Alter, juckt ihn gar nicht. Ich habe im Hinspiel auch direkt nach dem Anschluss ein Tor kassiert. Da war ich schon wieder so angefressen. Ich hasse es einfach, wenn der Gegner Anschluss hat und dann direkt danach ein Tor macht. Das ist echt schlimm, aber das war schon gut gespielt. Hey, er hat aber auch einen geilen Chat, okay, ja, auf jeden Fall. Wir spielen immer die erste Halbzeit gegen Simon, damit ihr es auch versteht. Und die zweite sollte Timo spielen. Ja, sowas auch im Hinspiel, aber das habt ihr ja auf deren Kanal gesehen. Da ist ja die Facecam von denen zu sehen. Bin mal gespannt, ob die jetzt vielleicht auch ein bisschen offensiver spielen, wenn die zwei Tore hinterher rennen. Oder ob die so die Taktik so lassen, weil ich meine, ich glaube, wir alle wissen, zwei Tore in FIFA sind halt gar nichts. Ja, Mbappé mitnehmen, ja. Nice. Oh. Ja, schade. Man merkt, ich will diese Weekend League, dass die Jungs ein geisteskrankes Team haben, ne? Also mit, ich will diese Weekend League auf jeden Fall auch mal probieren, diese Doppel-3 und Doppel-X-Pässe mehr zu spielen. Verdammt krasses Team. Dann natürlich auch noch Eusebio als Starspieler. Oh, schlechter Pass. Bruh. Oh mein Gott. Also solche Situationen hatte ich im Hinspiel auch und da habe ich mich so abgefuckt, weil das, da haben die ja nichts falsch gemacht. Das war jetzt einfach EA. Hazard nochmal mitnehmen. Komm, geh durch. Nein, er wird das kleine gut. Dribblinger von Neymar, Alter, wer das war. Jetzt ultra gut. Nee, Neymar hat jetzt ja gar nicht. Jetzt mal Raum. Wenn jeder. Nein! Warum schießt denn der den so extrem in die Mitte? Weg, oder? Oh. Kanté, komm. Wumms mal. Oh, der hat ja auch tot, die Kanté, ne? Eieiei. Nein! Stimmt ja. Wie legt er sich den Ball davor? Oh mein Gott. Komm, ein Tor in der ersten Hälfte wäre so wichtig. Aber Simon steht so gut. Der Kopf kommt, Freunde, der Kopf kommt. Da, jetzt durch. Oh, wie kommt der denn an? Nochmal in die Mitte und jetzt. Was? Was für ein Dribbling von Ben Yedder, Alter. Oh mein Gott, Mann. Was ist mit Ben Yedder los? Ach, Mann. Oh, das war auch wieder so ein unkonzentrierter Pass hier an der Stelle. Was ist mit Ben Yedder los? Jetzt. Ach, boah, Mann. So dumm, Digga. 0-0 zur Halbzeit. Ich meine, wir haben sie gut im Griff, aber da muss ein Tor fallen. Was vergibt Ben Yedder da für Chancen? Also null Schüsse von Thies in der ersten Halbzeit. Müssen wir da 4-5-1 gehen. Glaube ich. Oha. Alles klar. Was? Junge, die Gedächtnisbälle, Max, da sind sie. Da sind sie. Ja, der kommt einfach an. Abgeguckt von Max Mallorca. Taktiken hier. Dann T, komm, den Ritt kriegst du noch. So, komm jetzt. Das ist der Angriff. Stark gespielt. Digga! Was für ein Schmutzschuss. Ey, was machst du heute? Mein Gott. Der muss aber drin sein. Also noch spielen sie sehr gelassen dafür, dass sie noch zwei Tore aufholen müssen. Aber es ist halt auch deren Spielziel. Direkt auf 4-3-3-4 Teampressing gespielt, glaube ich. Ich spiele jetzt nicht so mega schnell nach vorne. Soll ich da durchkommen? Das Lied. Das Lied, Alter, ist so oldschool. Es war so gut gespielt, aber an der einen Stelle auch wieder, wie er dann nach innen gegangen ist. Nein. Richtung kurze Ecke und nicht auf. Let's go. Danke, Hazard. Dankeschön. Dann wisst ihr, ich habe bestimmt jetzt 5 Chancen gehabt, die alle hätten reingehen. Ich sag mal, müssen. Ja, vielleicht so 60%, Digga. Also schon häufiger, dass die reingehen, als dass die nicht reingehen. Und dann geht der rein. Durch alle Verteidiger durch. Frag mal Bossio, wie der Hazard mit außen, außerhalb des 16ers mit R1 schießt. Vor allem mit links. Sehr, sehr gut, ne? Also FIFA kannst du auch einfach keinem erklären, ne? FIFA kannst du auch keinem erklären. Das ist wild. Ich geh jetzt nochmal ein bisschen offensiver. Was hat Payne eigentlich für einen brutalen Adamsapfel, wenn man mal hier drauf achtet? Guck mal hier.
wird er vielleicht noch ein paar Tore schießen. Junge, das sind ja Spikes im Rachen. Den bekommt. Das ist doch nicht deren Ernst. Nennt man auch eigentlich in einer Kreisklasse wahrscheinlich. Verzweiflungsschuss eigentlich. War eigentlich ein Verzweiflungsschuss. Ja, das ist auch wirklich dieses EA-mäßige. Die anderen gehen nicht rein von Benje, da wollen Meister, Alter. Das sind die Tore, die gegen Bosse kriegst du dann natürlich, Alter, hinten in die Fresse. Egal, ich hoffe euch unterhält das Ganze wenigstens. Ach, das gibt's doch nicht. Aber auch Tizi, sau unkonzentrierte Pässe dieses Spiel, muss ich sagen. Der ist drin. Boah, stark gespielt, Digga. Heilige Mariah. Sorry, Digga, da kann ich ja nichts anderes sagen. Ja, du darfst ja auch treffen. Komm, vielleicht schaffe ich noch einen Steini Gedenklupfer. Steini, aka. Ja, moin, Digga, was für ein Pass. Der einzige FIFA 20-Spieler, der probiert, vor dem Torwart zu lupfen. Da ist Platz. Komm, Daniela, setz dich durch. Och, Mann. Also, das haben die auch schon im Hinspiel die ganze Zeit gemacht. Und das finde ich krass, wie gut die Pässe ankommen. Also, Max, Alter, hast du mit denen getalkt? Das gemacht. Das kann er so gut, dieses Langschlagen. Oh, das darf man echt nicht machen in dem Moment. So brutal in die andere Richtung da rennen, wird mir auch beigebracht, dass man da nicht zu sehr predicted, dass er in die Mitte passt, sondern dass man erstmal entspannt die unten gleich mit abläuft, also weil der geht so schnell in die andere Richtung, der macht den Richtungswechsel so schnell mit L2, R2. Ich glaube, gerade Timo hat das gemacht. Hier jetzt, zack, das den, bam! So gut, dieses Langschlagen. Ach man, das sind das für Pässe, Digga, der möchte ich nach außen schlagen, nicht mehr mit. Schuss. Boah. Wie ruhig der das spielt, Digga. Perfekt. Wie ruhig der das spielt. Abseits, nein! Ey, Mann. Oh Mann, da wollte ich noch. Wisst ihr, da will man einen Seitfalls hier machen und dann springt einfach am Ball vorbei. GG. Wild. GGs in den Chat wild, an beide Jungs nochmal. GGs an Simon und Timo. Haben sich sehr gut geschlagen. Also im zweiten Spiel, wenn man dann auch schon weiß, okay, wir müssen jetzt, als ich 1-0 geführt habe, okay, wir müssen 3 Tore schießen, das ist natürlich auch sehr demotivierend, sag ich mal. Areola auch wirklich geisteskranker Torwart. Der hatte schon im Hinspiel keine Parade, hat auch im Rückspiel wieder keine. Also ich weiß nicht, wie der uns weiter im Turnier begleiten soll. Geschlagen. Stark gespielt. Ja, und für uns geht's weiter. Aber gegen Payne würde ich sagen, gut geschlagen. Ich glaube, ich würde gegen Payne würde ich einen Fünfer-Klatsch oder sowas kriegen. Weiter im Turnier gegen Wakes oder Gamer Brother. Das weiß man ja leider noch nicht. Okay, gegen Bros. Jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, heute ist Dienstag, wissen wir es noch nicht. Kann sein natürlich, dass wir es jetzt schon hochgeladen haben, wenn ihr das Video seht. Waren geile Spiele. Biggest GGs an die Teasies. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein bisschen unterhaltsam, das Spiel. Für mich war es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Hat sich auch Spaß gemacht zu spielen. Also muss man auch wirklich sagen. Also war nice. Nice Partien auf jeden Fall. Abchecken, Freunde, auf jeden Fall. Hab mich so auf das Spiel gefreut, wie Payne sich freut, gegen die zu spielen. Das waren zwei mega nice Spiele. Selbst der Zuschauer stark mitgefiebert. Waren wirklich gute Spiele, Jungs. Waren wirklich gute Spiele. Very, very interesting. Abchecken auf jeden Fall. Und jetzt fehlt nur noch das Spiel von Max Merle gegen File Fever. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.